Herzlich willkommen, mein Name ist Michael Habecker und dies ist ein Video über den Lebensweg. Als eine Möglichkeit, einen Lebensweg zu beschreiben. Und ich knüpfe an ein Video, was ich gemacht habe, wo es um ein doppeltes Erbe ging. Und zwar das Erbe, was wir haben, zum einen von unserer evolutionären Vergangenheit, und gleichzeitig von unserem spirituellen Kern, wie immer man das nennen möchte, wo ein Impuls da ist, dass es noch etwas anderes geben müsste als das Leben, so wie wir es erleben, um uns herum und in uns. Und diese beiden Impulse, die tragen maßgeblich dazu bei, dass wir unser Leben so leben, wie ich es jetzt hier mal skizzieren möchte. Ich beschreibe erst diesen Weg. Und werde dann zu Strategien der Vermeidung kommen, die ihrerseits unvermeidlich sind, weil wir am Beginn unseres Weges als Kinder noch gar nicht wissen können, wie wir damit umgehen sollen und deswegen uns so gut es geht damit arrangieren. Dann gibt es auch Lösungswege, die wir beschreiten können und zum Schluss sage ich noch etwas zu den Quellen. Ja, dieser Weg ist hier skizziert. Es gibt drei Ebenen aufgeschrieben. Das sind diese drei länglichen Kreise, Fladen, und zwar nach ihrer Tiefe. Also die tiefste Ebene unseres Menschseins, das ist die Ebene der tieferen Erfahrungen. Das ist die Ebene, die wir aus der mystischen Literatur kennen oder selbst schon erfahren haben. Dann gibt es eine Ebene darüber, das ist die Ebene, die sehr stark mit unserem Menschsein verbunden ist und das ist die Ebene unserer Existenzialität. Hier finden wir unsere Ängste, unsere existenziellen Ängste. Wir werden sterben, wir werden leiden vielleicht, wir werden Schmerzen haben, wir werden unsere Ohnmacht spüren angesichts dessen, was alles passiert und wie wenig wir machen können. Wir werden Verzweiflung erleben. Und da oben drüber ist unser Alltagserleben, wo wir uns dann eingerichtet haben mit unseren Gedanken, Gefühlen, Körperempfindungen. Das sind die drei kleinen Kreise darin. Und die Dinge unseres Lebens so gut erledigen, wie wir können. Wenn wir geboren werden, dann fangen wir dort an, wo der Pfeil auch anfängt, der blaue Pfeil. Und man kann sagen, dass wir bei unserer Geburt in einer Art Einheit sind, die ist allerdings noch undifferenziert und völlig unbewusst. Sonst würde das auch ganz auch keinen Sinn machen. Und dass wir uns dann sehr schnell mit der Existenzialität des Lebens konfrontiert sehen. Wir haben Schmerzen. Wir verspüren Bedürfnisse wie Hunger zum Beispiel oder Durst und stellen fest, die werden nicht sofort immer befriedigt. Wir haben schon sehr früh erste Intentionen und Absichten, was wir wollen, was wir nicht wollen. Man schiebt einem kleinen Kind ein Essen in den Mund und das schiebt es wieder raus. Dann weiß man, aha, das will es nicht. Oder man setzt ihm ein Mützchen auf, weil es kalt ist und dann wehrt es sich mit Händen und Füßen und will das auch nicht. Oder es greift und will unbedingt einen Gegenstand auf dem Tisch, ein scharfes Messer vielleicht, und dann schiebt man es weg und dann ist Drama da. Und wir Erwachsenen erleben das von außen als Drama. Das Kind erlebt es existenziell. Das Kind weiß nicht, dass es kann sich das nicht erklären. Es weiß nicht, was hier los ist. Es ist verzweifelt, es ist ohnmächtig, es ist wütend, es hat Angst und kämpft und tut und macht. Und ist natürlich auch freudig und froh und lacht und strampelt und durchlebt beide Seiten. Aber die unangenehme Seite, die schwierige Seite, da versucht es sich, so gut es geht, damit zu arrangieren. Und das versuchen wir in den ersten Lebensjahren, das machen wir. Und wir landen dann so, wenn wir hier diesen blauen Pfeil mal hochgehen, in dieser obersten Schicht und haben uns arrangiert. Wir haben uns mit dieser Existenzialität arrangiert und das passiert meistens so, und da soll sich niemand angesprochen fühlen, ich rede jetzt mal nur von mir,
Wir haben unser Gedankenleben so arrangiert, dass wir uns frei nach Pippi Langstrumpf die Welt so machen, wie sie uns gefällt. Wir bewegen uns in angenehmen Vorstellungen und denken bestimmte Dinge einfach nicht zu Ende, weil das weckt nur unangenehme Erfahrungen möglicherweise und Gefühle. Das lassen wir einfach weg. Bei den Gefühlen machen wir es genauso. Wir suchen Angenehmes, wo wir uns wohlfühlen und lassen das Unangenehme weg, verdrängen das vielleicht. Zur Not nehmen wir noch pharmazeutische Hilfe in Anspruch, um bestimmte Dinge nicht zu fühlen. Trinken mal ein Glas Wein oder auch mehr. Und das Ganze hat natürlich einen Preis. Und wer das unter anderem ausbaden muss, ist unser Körper. Der ist dann angespannt, der ist vielleicht belastet, der muss sich mit Dingen kümmern, die ihn eigentlich gar nicht betreffen, wo er nur Projektionsfläche ist. Und das ist natürlich, führt dann zu einem Körpererleben, was sehr stark strukturiert, gepanzert und nicht durchlässig ist. Dadurch werden wir leichter krank und so. Aber gut, wir haben uns jetzt mal so arrangiert. Und die Mechanismen dabei, die wir verwenden, sind zweierlei Art. Das ist eine Möglichkeit, das einzuteilen. Ja, wir wollen das Ganze unter Kontrolle halten. Wir wollen nicht wirklich unangenehm da berührt werden. Es sei denn, und das passiert auch, dass wir vom Leben existenziell berührt werden und gar nicht auskommen. Wir bekommen eine schwere Diagnose. Ein Mensch, mit dem wir in Verbindung sind, wird krank. Wir verlieren unseren Job. Eine Beziehung geht in die Brüche. Das sind Gelegenheiten, die Existenzialität zu spüren. Wir spüren in solchen Momenten meistens mehr Lebendigkeit, mehr Tiefe, auch wenn es kaum zu ertragen ist. Aber es ist doch meistens so, dass wir dann doch froh sind, wenn das halbwegs irgendwie bewältigt ist und dann wir wieder unser normales Leben führen können. Und das normale Leben ist sehr stark ein Weg entweder der Fixierung, das heißt, wir fixieren uns auf bestimmte Aspekte der Manifestation, wir halten uns dran fest, wir klammern uns dran, wir brauchen das, wir nehmen das und das gibt uns Sicherheit, das gibt uns Halt, das gibt uns Festigkeit, jedenfalls für den Augenblick. Es kann sein, dass man die Dosis erhöhen muss immer mehr, aber wir haben dann schon mal was uns hilft, erstmal über den Augenblick zu kommen. Und das nennt man Sucht, das ist der Weg der Sucht. Und die Sucht, die hat mal jemand als die Suche an der falschen Stelle bezeichnet. Das heißt, wir gehen nicht in die Tiefe, was man ja auch machen könnte, in diesem Schichtenmodell. Wir bleiben auf der obersten Schicht und suchen da. Ne? Suchen in der Manifestation und suchen immer neue Sachen, an denen wir uns festhalten können. Oder wir gehen den Weg der Ablehnung und Vermeidung. Und wir gehen natürlich beide Wege. Je nachdem, um welchen Lebensbereich es sich handelt. Verdrängung, Bekämpfung, Allergie, allergische Reaktion. Das wollen wir nicht, das wollen wir jetzt nicht, das wollen wir überhaupt nicht. Und halten uns so auch alles das fern, was uns nur im Entferntesten an die Existenzialität erinnert. Wir können uns in den Medien alles anschauen, aber da haben wir schön Abstand und das berührt uns nicht. Wir arrangieren uns da und das ist ganz wichtig, das ist absolut in Ordnung. Das ist absolut in Ordnung. Da ist Verurteilung oder falsch oder ganz fehl am Platz. Ja. Wir sind nur Menschen, wir haben das nicht gemacht und arrangieren uns jetzt halt so gut es geht mit dem, was wir hier vorfinden. Und was finden wir vor? Ja, wir finden Nahrung vor, die wir brauchen. Wir haben Bedürfnisse und wir können uns darauf stürzen. Es gibt Nahrungsfixierung, also Menschen, die ja, ständig essen müssen und, oder auch Menschen, die allergisch auf Nahrung reagieren. Und manchmal wechseln wir auch ganz schnell hin und her. Ja? Wir stopfen uns voll und dann kommt es wieder raus. Also diese Extreme sind nicht so extrem getrennt, sondern da gibt es schnelle Wechsel. Schutz, Sicherheit, wir können fixiert sein, eine Obsession haben, müssen uns ständig schützen. Wir können aber auch sagen, oh, das betrifft mich nicht, ich stehe unter höherem Schutz und brauche das alles nicht. Sexualität, großes Thema, ganz klar. Fixierung, Obsession, Internet ist voll
höre ich. Und auch Aversion. Und bei der Sexualität kann man auch gut erkennen, wie schnell das wechseln kann. Es gibt Menschen, die erst ganz stark in der Aversion leben, das Verteufeln, sagen wir aus einer Religion heraus, und dann aber plötzlich in die Vollen gehen gewissermaßen. Dann ist das alles falsch und dann machen sie das andere Extrem. Also was zuerst vergöttert wurde, wird dann verteufelt. Das können wir auch gut machen, ne? All diesen Dingen. Ja, Selbstwirksamkeit macht. Es ist wunderschön, sich selbstwirksam im Leben auszudrücken. Aber wenn man das braucht, wenn man das wirklich braucht und gar nicht anders kann, dann und andere auch noch braucht dazu und die dann auch noch dazu beeinflussen kann, dann kann es sehr, sehr schlimm werden. Mit Wissen, Erkenntnis auch hier können wir uns fixieren, alles intellektualisieren, uns daran festhalten, alles erklären, bloß nichts fühlen. Aber wir können auch aversiv entwickeln und sagen, nee, also das ist alles Mindfuck und ganz schlecht und brauchen wir nicht. Spiritualität, man kann süchtig werden danach, man kann es ablehnen und bekämpfen. Ja, wichtig dabei ist noch, es ist natürlich wunderschön, auf die Dinge im Leben zuzugehen und sie zu genießen. Das ist keine Fixierung. Und es ist auch wichtig, Dinge von sich fernzuhalten, die man nicht möchte. Ob es eine Fixierung ist oder eine Aversion, das merkt man daran, wenn es zwanghaft ist, wenn es sich zwanghaft anfühlt, wenn man nicht anders kann, wenn man ständig damit beschäftigt ist, wenn man Ladung hat, ja, so, wenn man sich darin verbeißt, ja, dann ist man in einer der Extreme gefangen. Wohingegen der mittlere Weg, der goldene Mittelweg, sich leicht anfühlt. Ja. Man kann sich voll engagieren in was, dann auch wieder loslassen. Man kann sich auch gegen etwas engagieren, aber kann es dann auch wieder loslassen und macht dann nicht gleich eine Initiative oder versucht das komplett aus der Welt zu schaffen und so weiter. Das kann man gut bei sich feststellen. Ja, auch der Körper kann Körperkult gegenüber Körperaversion. Der Körper ist ja auch der Sitz des Todes in gewisser Weise und des Schmerzes. Also da einen mittleren Weg zu finden, ist gar nicht einfach. Also aber lohnt sich. Fühlen auch, angenehmes Fühlen, unangenehmes weg. Angenehme Gedanken fixieren, unangenehme Gedanken gar nicht erst denken. Das Ergebnis ist Schmerz, Leid und ein entfremdetes Leben auf Sparflamme. Und irgendwann kommen wir vielleicht an den Punkt, wo wir sagen, ich möchte so nicht mehr leben und uns Strategien überlegen. Und die eine Strategie, und das ist kaum zu glauben, aber das ist, das passiert erstmal, dass wir noch mehr machen von AD. Ja, dass wir meinen, jetzt muss ich doch mal da raus und dann gehen wir noch mehr in die Fixierung und Vermeidung. Also wir gehen dann in eine andere Fixierung vielleicht. Vielleicht können wir das eine loslassen und gehen dann woanders hin, ja. Und wir substituieren Dinge nur. Und das führt natürlich zu noch mehr Symptomatisierung und zu noch mehr Zerstörung im Inneren und im Äußeren. Zweite Möglichkeit ist, wir reparieren. Also wir schauen schon, dass wir ein bisschen so uns auf dieser obersten Schicht im Leben doch besser einrichten. Wir merken, der Körper ist verspannt, also tun wir was für den Körper, ernähren uns ein bisschen anders, lesen andere Bücher, gehen auf Seminare, machen vielleicht so ein bisschen Therapie. Und das ist alles in Ordnung. Nochmal, das ist alles in Ordnung. Ja. Und dann kann es aber auch sein, dass wir eine Ahnung davon haben, dass es noch mehr braucht, wenn wir wirklich, wirklich tiefer gehen wollen. Und das ist dann eben das Tiefergehen durch diese drei Schichten hindurch, von der oberen durch das Existenzielle in die tieferen Erfahrungen. Und dazu braucht es als Haltung, Hingabe. Es braucht die Fähigkeit, anhalten zu können und wirklich alles aushalten zu können innerlich, ohne wegzugehen. Und es bedeutet das Beenden von allem Tun. Und das ist ganz schwierig, weil wenn man solche Dinge hört und sagt, was kann ich denn jetzt machen, dann geht man gleich ins Tun. Aber das Tun macht alles nur noch schlimmer, weil das haben wir unser ganzes Leben gemacht. Und was man braucht, sind Übungen, die zwar erstmal aussehen wie ein Tun, aber die
das chronisch gewordene Tun in uns beenden. Das ist eine ganz andere Art von Übung. Wie ich das zum ersten Mal gehört habe, dachte ich, naja, das ist nur wieder irgendein alter Wein in neuen Schläuchen. Aber das ist eine völlige Umkehr. Und das ist schwierig am Anfang. Und das sind Übungen des Geschehenlassens, wie sie auch genannt werden. Und das Spannende ist auch, die Überschrift einer Methode sagt noch nichts darüber aus, wie sie gemacht wird. Also ich kann Meditation dazu verwenden, mich noch mehr zu fixieren. Ich kann fixiert sein auf Meditation. Ich kann noch Aversionen in andere Richtungen damit steigern. Ich kann also Meditation zur Vermeidung benutzen. Es geht. Ich habe es ausprobiert, es funktioniert. Ich kann aber auch Meditation verwenden, aber dann als Übung des Geschehenlassens und Nichttuns, um in die Tiefe zu kommen. Und das Gleiche gilt für Yoga, das Gleiche gilt für Körperarbeit, das gilt für alles. Man kann alle seine Übungen, die man macht, wenn man welche macht, daraufhingehend überprüfen, ob man wirklich sich an der Oberfläche festhält, was in Ordnung ist. Wunderbar. Oder damit in die Tiefe möchte. Und woran merken wir, dass es wirklich tiefer geht? Wir werden lebendiger, wir werden authentischer. Das spürt man, die Umgebung spürt es auch. Das heißt nicht, dass wir umgänglicher werden, jetzt netter. Das muss es nicht heißen. Also es kann durchaus sein, dass es auch irritierende Rückmeldungen gibt, aber wir werden lebendiger, authentischer. Das Leben fühlt sich intensiver an und freier an. Nicht unbedingt angenehmer. Es kann sein, dass es erstmal sehr, sehr unangenehm sich anfühlt, weil die Existenzialität fühlt sich unangenehm an. Wir befreien uns mehr und mehr von unseren Fixierungen, nicht, dass wir da was tun müssen. Wir merken einfach und spüren, was da passiert und können uns leichter lösen, auch von den Aversionen, und kommen mehr in die Mitte. Und da findet noch ein ganz anderes Leben statt. Auf einmal können wir die Fülle des Lebens genießen, ohne ständig zwanghaft hin und her zu pendeln. Das Leben wird existenziell erlebt und gefühlt. Auch in dem schönsten Augenblick einer Naturbeobachtung schwingt bei mir jedenfalls etwas von Vergänglichkeit mit und so ein bisschen Wehmut. Und die tieferen Erfahrungen durchdringen den Alltag. Der Friede, der für allen Unfrieden Platz hat, und die Stille, die allen Lärm beinhaltet. Ja, das ist der Ramana Maharshi, der muss immer herhalten oft, wenn es um solche Themen geht. Aber er ist halt auch ein ganz wunderbares Beispiel, weil er mit 16 Jahren genau diesen Weg, ohne Vorbildung, ohne dass ihm jemand was erklärt hätte, war ein ganz normaler Junge, mit 16 Jahren ist er schon diesen Weg gegangen, diesen Weg der Tiefe, den ich gerade skizziert habe. Und von daher lohnt es sich, zu hören, wie er das erlebt hat. Und er sagt, es war etwa 6 Wochen, bevor ich Madurai für immer verließ, als sich die große Wandlung in meinem Leben ereignete. Das geschah ganz plötzlich. Ich saß in einem Zimmer im ersten Stock des Hauses meines Onkels. Ich war selten krank und auch an diesem Tag war mit meiner Gesundheit alles in Ordnung. Dennoch überkam mich eine plötzliche und heftige Todesangst. Es gab dafür keinen Grund und ich versuchte auch nicht, es mir zu erklären oder herauszufinden, ob es einen Anlass für diese Angst gab. Ich spürte nur, ich sterbe, und begann darüber nachzudenken, was ich jetzt tun sollte. Es kam mir nicht in den Sinn, einen Arzt, meine älteren Verwandten oder Freunde um Rat zu fragen. Ich spürte, dass ich das Problem selbst lösen musste, hier und jetzt. Und das hat er getan, und zwar genau mit dem inneren Anhalten, alles aushalten, alles ausfühlen. Und er hat auch, das ist sehr interessant, den Verstand gewissermaßen als inneren spirituellen Begleiter gehabt. Also er hat sich dadurch auch selbst durch diesen Prozess durchbegleiten können. Und es ist wohl auch so, dass es wahrscheinlich diese Prozesse erst frühestens so mit 16, vielleicht 15 möglich sind, weil es braucht eine gewisse Entwicklung des reflektierenden Denkens. Und so hat er zum vielleicht frühesten Zeitpunkt überhaupt
kam die Existenzialität zu ihm, die hat angeklopft und er hat sich darauf eingelassen und ist dann dort auch wirklich aufgewacht oder erleuchtet. Und bei ihm war es dann auch so, dass er wirklich in diesem Zustand dann auch verankert war und Zeit seines Lebens war, sein konnte. Und dort heraus dann das Leben gelebt hat, was er eben gelebt hat, sehr zum Segen von vielen, vielen Menschen, auch heute. Und ich glaube auch, dass das Leben in dieser Form bei jedem Menschen anklopft, zu dieser Zeit. Es klopft immer an, aber gerade zu dieser Zeit, wo dieses Durchgehen dann auch möglich ist, wo auch das reflektierende Denken entwickelt ist, klopft es an, aber meistens sind wir da nicht zu Hause. Aber Hauptsache, spät als nie, habe ich mir jedenfalls gesagt und mich auf den Weg gemacht. Ja, jetzt noch zu den Quellen. Ich habe mich wieder sehr bedient bei Ken Wilber und Christian Meyer. Ken Wilber als Amerikaner, der sehr viele Bücher geschrieben hat, Philosoph, Forscher, Autor. Christian Meyer als spiritueller Lehrer und Psychotherapeut auch, aus Deutschland. Alle Unzulänglichkeiten dieses Videos, das ist jetzt der Warnhinweis, die gehen wieder auf mein Konto allein. Und wer wissen möchte, wie Ken Wilber und Christian Meyer das sehen, der möge sich bitte bei den beiden schlau machen und erkundigen, Bücher lesen, Audios hören, Videos sehen. Alles Gute und vielleicht bis ein andermal.